Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja heute Mission Motorrad. Ich habe das Ganze ein bisschen vereinfacht. Wir stehen schon kurz vor dem Trader, damit wir jetzt nicht die ganze Folge nur dahin laufen und zurückfahren. Nein, ich habe nämlich noch mehr Pläne. Danach gibt es eine, ja, eher weite Bootstour. Das Ganze geht hoffentlich schnell genug. Ich bin gespannt. Und ja, was für eine Bootstour habe ich vor? Ich habe da was vorbereitet. Zack. So. Und ja, bringe das Motorrad gleich nach Hause. Das kaufe ich ja erst. Parken das brav in unsere Garage ein. Tanken eine kleine Runde an der Gas Station. Fahren dann Richtung Westen. Z2, Z3, Z4. Nein, nicht drücken. A4, B4, C4, bis am Ende wir bei D4 landen in der Safe Zone und farmen natürlich unterwegs meine Lieblingsbunker ab. Ne, da gibt es keine Mechs, deswegen sind es meine Lieblingsbunker. Gut, ne, wir haben nämlich hier auf den Inseln relativ viele Bunkeranlagen, die ich tatsächlich noch nie besucht habe, weil das ja immer so ein bisschen tricky ist wegen den Schwimmen. Ne? Und ja, hier haben wir noch einen am Land, hier haben wir noch mal einen auf einer Insel, hier haben wir noch mal einen auf der Insel, da und ja, dann geht's einfach mal schwuppdiwupp Richtung Safe Zone in D4. Also ich bin gespannt, ob das alles so klappt, wie ich mir das wünsche. Wir haben hier eine Tankstelle nochmal, die ist relativ gefährlich. Einen kleinen Zwischenstopp habe ich aber dennoch vor, bei diesem Bunker nach Norden. Und dort ist ja dieser Fischereihafen und dort möchte ich ein bisschen Angelkram sammeln. Ei Gott, wo soll ich das alles hinparken, frage ich mich gerade. Und werde da mal versuchen, was mit der, ja, ein paar Routen oder eine Route finden, Angelzeugs etc., damit wir auch mal zu Hause an unserem wunderschönen Steg ein wenig angeln können. Gut, ich schiebe das mal wieder weg. Ich wollte das eigentlich einblenden lassen bei OBS, aber kriege ich das irgendwie nicht eingeblendet. Das ist immer nur ein schwarzes Bild. Gut, ansonsten gibt es heute auch mal wieder Top-Kommentare des Tages. Das erste ist von Winged Wolf. Magst du Breaking Bad oder wieso siehst du so aus? PS, das steht dir echt gut. Ja, vielen Dank dafür. Ich liebe die Serie Breaking Bad. Ich habe sie auch komplett durchgesuchtet. Wollte sie letzte Mal nochmal anmachen, aber irgendwie, ja, wenn man dann nochmal anfängt, ist das irgendwie nicht mehr so spannend. Aber wenn man dann sich reinguckt, ist es natürlich wieder interessant. Gut, ich mag auf jeden Fall Breaking Bad, war eine geile Serie. Dann von Smoking Joe, siehst aus wie Walter White, deswegen auch dieses Breaking Bad. Ist tatsächlich nicht geplant gewesen, reiner Zufall und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich das höre, dass ich aussehe wie Walter White. Also sehr interessant. Gut, 1:1, mein erster Gedanke hat er noch geschrieben, der nächste, lustig. Dann habe ich noch ein drittes Kommentar und das ist von Pinul Gamer. Er schreibt, der Bart ist sehr gewöhnungsbedürftig. Für den Moment muss ich sagen, der passt so gar nicht zu dir, aber das ändert sich vielleicht ja noch. Schön, dass es dir wieder einigermaßen gut geht. Dankeschön erstmal für die lieben Worte und ja, das höre ich auch oft, denn ich sag mal so 70% sagen, das steht mir, 30% sagen, das steht mir nicht. Aber wir sind ja alle sehr individuell. Mein Gott, was für ein schweres Wort, ich bin noch nicht lange wach. Und dürfen ja machen, was wir wollen. Ich denke, der wird auch nicht ewig bleiben. Er wird auch weiß, wie man sieht, so ein bisschen hier. Und kitzelt sehr im Gesicht. Es stört so ein bisschen. Ne? Aber Jockey Pocky schreibt, finde ich schick. Vielen Dank dafür. Gut, das waren mal wieder Top-Kommentare des Tages. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel rumgequasselt. Wir sind schon wieder bei 4 Minuten 8, aber ihr könnt ja vorspulen. Ich gehe direkt auf den Server. Los geht's. Los geht's. Ja, so kommt man dann auf seine 10 Minuten Videos und kann 80 Mal Werbung schalten. Nein, Quatsch. Das sind ja die Arschloch-YouTuber, die das immer machen. Nein, ich kann nicht sagen. Los. Los, los. Der Server ist gerade frisch gestartet. Wie gesagt, ich bin echt noch nicht lange wach. Ich habe lange geschlafen heute. Es ist 12.15 Uhr. Ich muss gleich noch in der Stadt noch viel erledigen. Heidewitzka. Und bam. Dann sind wir schon bei Outpost. Das ist die Draußen-Toilette. Outpost Z3 beim Trader. Steffi hat leider ein bisschen Müll mitgenommen. Ich repariere den jetzt einfach mal und verkaufe den. Boah, auf 100% hat sie das repariert. Schmeißt das Rohr raus
und mach mir die Tasche. Ach, ich brauch sie eigentlich gar nicht frei machen, ne? Wozu Compound-Bau? Na gut, wir haben eine Machete, wir haben das K98, würde ich sehr gerne wechseln. Das möchte ich mir gerne im Lager hängen. Ich würde ja sehr gerne so ein Waffenrack bauen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und dann die Bootstour auf jeden Fall machen. Also hier haben wir hier den Waffenhändler. Der wird wahrscheinlich den Bogen abkaufen. So. Für 500. Ja, ist das lohnenswert für 500 einen Bogen zu verkaufen? Ich bin mir nicht sicher. Magazine brauche ich ja selber. Munition brauche ich auch selber. Das ist toll. 500 Taler. Für 500 Taler einen hundertprozentigen Bogen verkaufen, hört sich irgendwie dämlich an. Da können wir uns lieber Pfeile bauen und die Machete hier in der Tasche parken. Und dann haben wir eine schöne Waffe eigentlich für Zombies, ne? Genau. Wir werden das so handhaben. Ansonsten sehe ich hier nichts zu verkaufen. Okay, tschüss. Hier haben wir außerdem in der letzten Folge unser Boot gekauft. Das steht immer noch am Steg. Wunderbar. Man darf nur nicht vergessen, man muss die Sachen ja immer wieder bewegen. Sonst despawnen die ja. Was haben wir da hinten? Mechanik. Okay. Dort erwerbe ich jetzt das Motorrad. Hallo, Bootsmann. Da will nie mit mir reden. Nein, Quatsch. Und kaufen uns das Motorrad. Das Sportbike hat keine Taschen und die Cruiserbikes haben keine Taschen, wenn ich mich nicht täusche, ne? Deswegen ist das hier auch. Ach, ich könnte es mir gerade, glaube ich, eh nicht leisten, weil ich nur 20.100 in der Tasche habe. Aber ich werde es trotzdem tun. Ich habe es nicht gekauft, ne? Ich habe noch meine ganze Kohle in Tasche. Okay, irgendein Fehler gemacht. Einmal kaufen. Nein, einmal kaufen. Warum heißt das denn Warenkorb? Achso, ja, Warenkorb. Ich lese die ganze Zeit Wardrobe. Ich kann es nicht kaufen. Warum kann ich es nicht kaufen? Hallo? Das finde ich nicht gut. Und zwei. Also er sagt mir, es kostet 17.181. Bargeld habe ich 20.100. Ich bin auf Kaufen. What do you want? Und ich kann es nicht kaufen. Das erschreckt mich gerade eher sehr. Warum kann ich kein Moped kaufen? Ich probiere es mal mit einem anderen jetzt lächerlicherweise. Vielleicht da. Kannst auf Lager? Kann ich denn überhaupt nichts kaufen? Das ist mal testweise. Da gibt es sogar Kanister. Irgendwas günstiges, so ein Ölfilter. Das konnte ich jetzt kaufen. Komisch. What do you want? Warum darf ich das Motorrad nicht kaufen? Gibt es zu viele auf dem Server? Das wäre natürlich ziemlich fail, ne? Das wäre natürlich ziemlich fair. Jetzt habe ich einen Ölfilter gekauft. Wunderbar. Wo ist mein Mauszeiger? Da. Nicht Ausgang. Prices are not negotiable. Achso. So, hier. If you Verkaufen. want me to buy that, you better give me good price. Das ist natürlich jetzt ein ziemlich blöder Handel. Wie sieht es aus mit einem Quad? Kann ich mir ja Gott sei Dank noch leisten, wenn soweit ist. Entspattet. Ja, kaufen ist schon. 22.000? Das war doch gerade viel billiger. Also irgendwie komme ich gerade durcheinander. Ne, die kosten 22.000. Warum ist das Schwarze denn so teuer? Gut, habe ich nicht aufgepasst. Also wenn, dann nehme ich ein blaues. Das ist so einigermaßen getarnt. Das müssen wir wahrscheinlich dann rauslöschen. Gott. Oh. Also scheinbar kann ich keine Motorräder kaufen, was jetzt aber auch keine große Katastrophe ist. Dann habe ich halt ein blaues Quad. Gut, Plan Motorrad. So nenne ich die Folge dann auf jeden Fall schon mal nicht. Gut, ja, so kann das aussehen hier in Scum, ne?
dann tue ich die Machete mal hier hin. Die Stiefel repariere ich nochmal fix, weil wir es können. Und hol mein Quad ab. Da steht's. Das hat natürlich jetzt nicht viel Sprit, ne? Das heißt, ich muss einmal ganz kurz, eine Sekunde. Jetzt habe ich zugemacht. Die Map. Okay, jetzt machen wir es. Bis nach Hause werden wir es schaffen. Oh Gott, ich habe schon ewig kein Quad mehr gefahren. Die sind, ich finde, viel gefährlicher als die Motorräder. Aber, eine Sekunde, bevor wir aus der Safe Zone raus sind, ist das eigentlich gar nicht so eine schlechte Option, weil das hat, glaube ich, sogar mehr Platz. Ne? Gut, auf geht die Reise. Ja, es kann sein, dass der kein Motorrad auf Lager hatte vielleicht, ne? Aber wir werden noch Geld zusammensparen und ich werde noch mein schönes Dirtbike bekommen. So ein Quad ist ja auch was Feines. Schön blau. Schön schnell. Macht schöne Unfälle. Dann geht's zur Salzfarm. So, Airdrops. So, ja, eine wunderschöne Reise steht vor uns. Das ist eigentlich relativ nah, ne? Also ich finde das mit dem Boot natürlich super, wenn man viel zu verkaufen hat. Dann ist man ja sehr schnell hin und her gefahren, ne? Also es soll eigentlich der einzige Zweck des Bootes sein, aber ich will ja auch ein bisschen farmen, vor allen Dingen mal Inseln. Das interessiert mich halt zu sehr. Wow. Sehr schön. Das ist eine richtig entspannte Fahrt, oder? So. Oh nein, wir werden voll. Hört ihr die Polizei? Ich weiß nicht, warum die immer kommen, wenn ich die Aufnahmen mache, aber und in einer Innenstadt, da ist das relativ normal. Gut, Kaffee. Eine Kaffeefahrt. Oh. Sonst ist das hier relativ ruhig, ne? Oh, schöner Strand da unten, geil. So. Ja, vielleicht weiß ja einer von euch, warum ich jetzt kein Moped kaufen konnte. Vielleicht, also meine Vermutung ist, es gibt zu viele auf der Map. Es wird ja reglementiert, dass man nicht unendlich Fahrzeuge hier auf der Map hat von verschiedenen Arten. Weil das wahrscheinlich wegen der Performance auch ganz wichtig ist, ne? Gut. Ah! Guck auf der Map und verpasst fast die Straße. Okay. Ich habe den noch offen. Ich sehe den. Das ist ein schwarzer kleiner Balken, meine Map. Ich benutze den Admin-Helper nicht, um mir Dinge zu teleportieren. Oder die Steffi zu bewegen. Also eher selten. Nur wenn es manchmal für eine Folge nicht anders geht. Weil das ja relativ unfair ist, wenn sie sich hin und her teleportieren kann. Vor allem, wenn du beschossen wirst oder so. Ne? Nein, das würde ich nie machen. Aber die ist halt nur für die Aufnahmen ab und zu mal. Ist diese Software ganz gut. Den dürft ihr auch alle benutzen. Und die Map als Map benutzen ist ja, denke ich mal, nicht allzu kriminell, ne? Und der hat ja fast gar nichts verbraucht an Sprit, ey. So, da sind wir schon mal goldrichtig. Dann will ich mal was versuchen. Ah, scheiße. Und in der Pistole mit dem Schalli. Unbedingt eine Pistole mit dem Schalli brauche ich. Jetzt habe ich natürlich keinen Pfeil gemacht oder so. Das wäre natürlich äußerst raffiniert gewesen.
Dann hätten wir den auch mal benutzen können jetzt. Gut, die Machete habe ich auf die 3. Komme ich denn an dir dran? Komme ich sogar. Das macht die wahrscheinlich ziemlich böse. Fensterschlägerei. Na komm, 4 kannst du nicht mehr haben. So, dann haben wir die schon mal down. Machete müsste auch mal repariert werden. Oder wir finden eine neue. Man weiß ja nie, was man hier so findet. So, fahren. Eine gewagte Tankaktion. Oh, da kommt der nächste. Eine Sekunde. Ich gehe in Deckung. Ich glaube, der hängt da fest, ne? Aber ich muss den loswerden. Geht nicht anders. Der stört mich sonst gleich beim Tanken. 2 Hiebe, ey. Was für ein Schlappi. Ein Auge. Da drücken wir doch mal ein Auge zu, ne? Naja, witzig. Ach, da streckt uns den Hintern entgegen da. Gut, dann tanken wir mal so, damit wir den Kanister... Achso, ich hätte nur F1 gebraucht, ne? Gut. Ich habe immer Angst wegen Bugs, dass wir da wegfliegen, wenn wir irgendwas berühren oder sowas. Und dann war das alles wieder für der Katz. Oh, da kommt man aber relativ gut hin. Hunger und Durst hat sie auch. Der sieht aus. So. Treibstoff einfach. Nicht Inventar öffnen, fahren. Wo ist denn Inventar jetzt die ganze Zeit auf? Mach das zu! Mach das zu! So, ach was, wenn wir schon mal hier sind, looten wir erstmal. Ich bin ja ziemlich lootgeil. Und man weiß ja nie, was man so findet, ne? Das ist es ja immer. Ja, und Timmy übersieht auch gerne mal was. Das ist offen, da können wir nichts draus fischen. Naja, das sind Gammeljeans. Schwarze Oliven, die sind bestimmt schön salzig. Sehr geil. Naja, das ist ein Lager für eine Tankstelle. Natürlich gibt es da lecker Happa Happa. Und Trinki Trinki. Aber nicht das, was ich wirklich gerne jetzt möchte. So, sind wir mal sehr umweltfreundlich. Ist ja Glas, ne? Boah. Da hat der Haifisch auch was. Und die Dose Oliven, die kloppen wohl so schnell im Wams. Macheta. Und jetzt tut sie immer wieder da auf den Slot drauf. Schade, dass es da noch keine Animation für gibt. Ach, ich habe noch Gummistiefel an, fällt mir gerade auf. Die war bei 100%, die muss gut sein. Stoffwechsel. Na, da ist er so umweltfreundlich, dass er die Dose mit isst. Das ist schon mal ganz fein. So, jetzt vorsichtig nach Hause, weit ist es ja nicht. Und dann parken wir unser wunderschönes... Neonagonais Quad ein. Oh, der ist super schnell. Aber dafür schwach. Oh, jetzt schon wieder die Zombie-Apokalypse ausgebrochen bei mir zu Hause. Da hinten. Ich weiß nicht, ob er kommen wird. Alter, hier sind richtig viele. Ganz ruhig bleiben. Ich denke nicht, dass ich den schon ziehen kann, den Bogen. Quatsch.
ganz ruhig. Ganz leise. Sodass sie uns nur klopfen hören. Komm, 6 Pfeile reichen erstmal. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass wir nicht so schwach sind für den Bogen. Dann werden wir die da hinten nämlich schön leise los. Obwohl Lautstärke hier nicht das Allerwichtigste ist. So. Setzen wir dem auf die 2. Dann hat natürlich noch nichts dran, ne? Nein, wir sind zu schwach. Sie kommen! Alter, heute heizen sie mir aber ein, hier die Bengels, wa? Ich hasse die Ego-Perspektive. Gut, Verletzung, relativ denke ich mal nicht schlimm. Gar nichts. Achso, warte. Gesundheit. Ja, die letzte blutende Verletzung heilt gerade nur aus. Reparieren. Inventar, genau. Ja, manchmal komme ich da total durcheinander. Stellen wir mal das Zuggewicht ein. Ist ja eine super Waffe, so ein Compound-Bogen, ne? Kann man sich eher gar nicht darüber beschweren. So. Ich glaube, das macht den etwas leiser. Da oben stehen sie. Scheiße, ich habe kein Ego. Naja. Müssen wir das wieder so regeln. Das ist noch eine. Was ist denn hier los? Ich will eine Bootstour machen, Kollege. Aber immerhin ist die Machete echt eine super Mini-Waffe. Was haben wir denn? $34. Crocs. Ein Zippo mit einer Einheit. Mein Schild. Toll. Mitten im Eingang. Gut, was sollte ich jetzt... Ach, den haben wir noch nicht entkleidet. Ich höre schon wieder einen Zombie. Leider keine Augen. Augen hätte ich wieder gerne. Und will die Tasche eigentlich nicht so voll haben. Ich sehe gerade, dass ich kein Quiver habe. Kommst du nicht rein? Was ist denn hier wieder los? Meine doofen Pfeile. Wo ist denn mein Quiver hin? Achso, der ist voll. Hä? Ach, das war da drin in dem? Okay, dann tun wir den wieder zurück. Ich dachte, das geht gar nicht, wenn man Sachen drin hat, dass man die dann wegparken kann. Okay, Zuggewicht ist passend. Geld habe ich nicht wirklich mehr viel. Also ich bin ziemlich platt. Ja, geht so, ne? Das können wir nochmal stacken. So. Und dann müssen wir natürlich ein bisschen aufräumen. Die werfen wir raus. Pfeile können wir uns unterwegs machen. Nicht wundern mit den Geballer. Wir sind ja in der Safe. Hier kann ja nichts passieren. Ein Auge extra. Reparaturkiste und Erste-Hilfe-Kram. Schrotgewehrmunition. Kann man immer gebrauchen. Ich lasse den Karabiner hier.
Gut, der Lockweg ist jetzt die ganzen Zombies an. Und ich würde mir gerne das Waffenrack bauen, noch bevor ich loscruise. Ich plane immer viel zu viel, ich weiß. 10 Bretter, 20 Bolzen. Puh, das sollte eigentlich machbar sein. Aber wie teuer ist der andere? Da reicht ja erstmal, so viel Waffen haben wir nicht, ne? Wo war denn der andere schon wieder? Mann, verdammt! Da. 4 Bretter, ein bisschen Metallschrott. Ja, das kriegen wir schneller hin. Habe ich irgendwas davon schon in der Tasche? Nö, natürlich nicht. Wo habe ich denn den Bogen? Auf welchen Slot? Ach, das, diese Machete. So. Ach ja, Mut darf nicht vergessen, das Quad zu parken. So, hier war die milde Gabenkiste. Oh, ein schönes Flascherbeil und ein rosa Pulli. Und das Herzchen. Ich find's super süß. Ich will es nicht zerstören. Werkzeuge. Ah, hier, perfekt. Ich glaube, da unten habe ich gerade eine Axt müsste ich parat haben. Scroll, 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 da. Habe ich sie jetzt? Ja. Ah, Scum ist echt ein Spiel, wo du dich einfach drinne verlieren kannst, ne? So, 5 Nägel. Oder 5 Bolzen, ist egal. So schlau waren wir schon mal und haben die Sachen tatsächlich mal zwischengelagert. Zack. Mann, heute geht's ja. Heute läuft wie es am Schnürchen. Außer leider der Kauf des Motorrads, was ich echt gerne lieber gehabt hätte. Ja, sowas haben wir schon. Wie gesagt, ich will auch noch was zum Angeln holen. Jetzt wollen wir noch 2 doofe Metallschrott, also im Ernst. Sieht wieder nach Regen aus. Und dann geht's auch die Boottour los, ne? Dann haben wir noch eine halbe Stunde, super. Das ging aber schneller, als ich erwartet habe, ohne Witz. So. Geil aus. Also sieht extrem geil aus. Also war eine tolle Idee von den Entwicklern, ne? Und ich soll nicht immer in der Bude pissen, wurde gesagt. Habe ich noch irgendwas Cooles? Dass wir da reinpieken können. Hier ist nochmal eine Axt. Die Axt ist nichts mit reparieren hier. Leider keine weiteren Waffen, die wir da so reinmachen können. Da sind noch im Reparierschrank welche drin. Wir könnten uns das M1. Obwohl, ich würde lieber was auf Sniper-Basis machen. Obwohl das. Ja, das ist kein richtiges Sniper, ne? Also das ist schon ein Scharfschützengewehr hier, auf jeden Fall. Aber das Scope gefällt mir nicht, ne? Das ist halt, das ist ein uraltes Zweites Weltkriegs-Scope. Und ich glaube, wir sind jetzt abmarschbereit. Machete, ein paar Pfeile machen wir uns gleich. Und 7 hat der Wettstein noch. Wow, super. Oh, ja, Pipi. Okay, machen wir erstmal Pipi. Nein, wir packen es ein. Ich kenne mich, ich vergesse es sonst.
Ach, wisst ihr noch, wo die früher immer so schön weggeflogen sind, die Zombies? Das waren noch Zeiten. So, perfekter Parkplatz, oder? Okay, Tür ist zu, Bein zappelt. Tasche ist nicht übervoll. Irgendwie habt ihr heute einen Hang zu übertreiben, liebe Zombies. Und es ist relativ erstaunlich, wie selten die Augen verlieren, ne? So. Boot. Die Tankstelle ist ja Gott sei Dank hier direkt da. Ich muss noch einmal aussteigen. Bin mir gerade so unsicher, obwohl ich gerade geguckt habe. Ja, Tür ist zu. Starten kostet ja auch mal Sprit, ne? Aber wir haben Paddel. Das ist das Gute daran. Ah. Ah. Man muss, also man kann nicht lenken, wenn es nur daher dümpelt. Man muss Gas geben dafür. Das ist echt komisch. Das sollten wir da locker flockig hinkriegen hier, oder? Oh, der verbraucht aber. Oh. Und das zweite Mal danken heute. So, erstes Ziel anpeilen. Einmal kurz auf den Desktopo. Da ist er. Erstes Ziel ist hier. Da fahren wir erstmal hin zu dieser kleinen Insel. Dann gehen wir hier Angelzeugs holen, fahren weiter. Und ich hoffe, ja, hier ist noch mal eine Tanke. Ich glaube aber, dass sie relativ gefährlich ist. Ansonsten kommt da noch mal eine Tanke. Nach dem Trader. Und zu allerletzter Not müssen wir paddeln. Achso, ich tue die ganze Zeit zwei. Du machst das nicht an. So, Boot ist voll. Ist auch relativ schnell, ne? Das Kommandoboot. Boah, sieht so nah aus immer auf dieser anderen Map, ey. Ich bin eigentlich noch nie so richtig hier mit dem Boot rumgeschippert. Boah, der Spritverbrauch, verdammt. Mal Turbo geben. Nitro-Einspritzung. Aber der heilt mich ja in Ruhe, wenn ich auf dem Boot bin, ne? Hoffen wir mal. Da dümpelt nur das andere Boot rum. Ich weiß nicht, ob er da wohnt. Ist auf jeden Fall ein geiles Taxi-Symbol, ne? Also, um über die Insel zu kommen. Ja, ja. Keine Angst. Die lässt er dann laufen mittlerweile. Okay. Man ist nur halt. Das, ich habe so das Gefühl, man wird sehr schnell entdeckt, ne, von links und rechts. Oh Gott, ey. Was haben wir da? Links von uns jetzt? Das, ach, der Trader. So sieht er aus, von weit. Okay.
Ja, Spritverbrauch hat es in sich, ey. Kein Scheiß. Aber ich konnte letztes Mal mit dem Kanister auch nicht nachfüllen. Boah, schon eine Strecke zurückgelegt, eine ordentliche, ja. Okay. Scheiß Kaffee. Ist alle. Aber ich bin nicht mitten auf dem. Ja, ist das ein Meer? Ist das ein See? Was ist das hier? Fluss. Errungenschaft. Navigator. Cool. Eine neue Errungenschaft in Scum. Das sind relativ selten, die Errungenschaften, ne? Aber ich traue mich da nicht zu tanken nachher, ey. Aber ich glaube, wir müssen. Okay, wir gucken uns die Sache erstmal da an. Mal habe ich jetzt eigentlich. Ne, mein Geld habe ich nicht mitgenommen, so schlau war ich schon. Ah, das ist ein Katzensprung. Was ich geil finde, ist, dass da schon immer automatisch ein kleines Schloss mit drin ist. Auch wenn es ein schäbiges Schloss ist, ist da immerhin schon ein Schloss mit drin, wenn man das kauft, ne? Die große Brücke. Boah, wenn da ein Spieler drauf ist, ey, da bist du ein gefundenes Fressen. Du kannst doch gar nicht so viel Zickzack fahren, dass du da ausweichen könntest. So, wie weit ist die Insel jetzt noch weg? Hinter der Brücke kommt die direkt. Ist das die vor uns da? Das sieht riesig groß aus. Ich sehe auch schon den Bunker. Glaube ich. Das sind ja halt so Locations, die lassen. Boah, halber Tank leer. Die lassen sich halt auch relativ schwer looten, weil wenn du schwimmst, da du herwanderst, dann kannst du ja nicht mehr schwimmen, dann gehst du ja unter dem Stein. D0. Immer am Arsch, weil zwei Airdrops nebeneinander, warum? Das war wichtig, nicht so weit weg vom Wasser. Dass wir da auch wieder hinkommen. So. Und danke nochmal für den Tipp. Ankern tut das Schiff automatisch. So dass es hier nicht wegdümpelt. Was ist das da hinten? Sieht so schön rot aus. Okay, jetzt machen wir erstmal Pipi. Es ist sehr still hier auf der Insel. Ich mache auch wieder Pipi. Eine Sekunde. Muss hier nochmal was wegbewegen. Dann sehe ich die Aufnahmezeit nicht. So. So. Ja. Steffi hat Pipi gemacht. Ich habe Pipi gemacht. Alle haben Pipi gemacht. Gut. Dann rein in diesen schönen Bunker. Boah, da sieht ja alles so cool aus, ne? So. Also das ist so ein Bunker, den habe ich ja nie besucht, weil ich ja nie mobil war auf dem Wasser. Das ist gerade so typisch wieder hier, ne? Oben drauf ist ja irgendwie nie was. Da liegt schon wieder ein Kackhaufen und der liegt mal woanders. Da liegt auf jeden Fall schon mal eine Schrotflinte. Die kassiere ich immer schnell ein. Wir wollen ja nicht komplett umsonst hier rumfahren. Ist das die doppelläufige? Nee. Das ist die ganz normale, oder? K98 Munition.
voll hier, ne? Sehr voll hier, alles leer. Der Raum. Ein ZF. Das ist nicht das, was ich brauche, aber wir sind ja im WW2-Bunker. Wow. Danke für fast gar nichts Spiel. Gut, jetzt zu dieser Angel-Location. Mal einmal abchecken, was da hinten war. So, Schiffbrüchige hier alle, oder was? Dollar. Bojen. Eine Karotte mit 81% Essen. Rein in die Steffi, ne? Das dachte ich schon, immer. Ein Rettungsring gibt es sogar hier. Da kann man leider nichts machen. Wäre natürlich witzig. Okay, los. Auf. Wir haben nicht so viel Zeit. Meine Vorhaben waren wieder viel zu viel. Wieder viel zu viel vorgehabt. Muss ja einmal ganz kurz auf die Map schauen. Die nächste Tankstelle wäre das da. Wie gesagt, sonst müssen wir rudern. Und Steffi ist ja von Natur aus etwas fauler. Super Sprung. Bei Gewitter auf dem Wasser ist das eine gute Idee. Wir haben noch einen halben Tank. So, ich muss einmal noch ganz professionell einmal auf die Map schauen, ob ich da nicht im Bunker übersehe. Ja, wir fahren direkt an einen vorbei. Aber erst wollen wir Richtung Norden ein bisschen Angelkrimskrams holen. Boah, Alter. Oder ist das gar nicht diese Angel-Location? Das ist doch die Angel-Location, oder? Sekunde, ich muss mal den Admin-Helper da unten wegmachen. Das sieht immer so nach Schummeln aus. Das ist gar nicht die Angel-Location, oder? Wo war die denn nochmal? Fällt mir gerade nichts ein. Die war nicht so groß, ne? War die denn noch mal? Ich hätte schwören können, die war hier am Ufer, ne? Da in so eine Kuhle. Aber das ist auf jeden Fall eine Stadt. Kommt hier nicht so lange rumdüppeln. Dann checken wir mal die Tanke da ab oder den Bunker am Rand noch. Bis jetzt ist die Ausbeute eher schlecht. Aber ja, so viele von diesen komischen Schrotflinten mittlerweile gesammelt. Das heißt, dass wir die irgendwann mal schön zerlegen können, ein paar reparieren und dann verkaufen. Das ist nicht so meine Lieblingsschrotflinte. Überall sind Wracks am Rand, ne? Irre. Wir fahren, glaube ich, gegen den Strom, ne? Kann das sein? Oder gegen Wind, weil wir sind zu langsam. Ah ne, Quatsch, das Squad war das, was so schön schnell war. Bunker. Ja, laut Karte ist der relativ
nah am Ufer. Am Ufer. Scheiße mit dem Sprit, ey. Das ist echt ein sehr hoher Verbrauch. Hätte ich nicht mit gerechnet. Oder besser gesagt, ich habe es vergessen. Ich hoffe, ich bin lauter als das Boot. Als das Gummiboot. Die Daddle-Doodle-Dee, Gummiboot. Ich traue mich gar nicht nochmal anzuhalten, ehrlich gesagt. Auch ein schöner, schöner, schöner Strand hier, wenn es nicht mal wieder regnen würde. Da ist er. Bleib schön stehen. Dann müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Sonst sind meine ganzen Terminpläne komplett durcheinander. Und ich kann das Boot nirgendwo parken. Wieder unsinnigerweise hier durchsuchen, wo wieder nichts gibt. Warum eigentlich nie? Warum ist hier so selten Loot oben drin? Upsa. Ist ja exakt dasselbe Bunker, oder? Da liegt schon was Langes. Oh, ein WW2 Helm. Der ist, glaube ich, auch was wert, wenn man den repariert. Das können wir im Boot schmeißen gleich. Das ist ja auch eine Art Sniper. So, und das Räumchen. Früher lagen hier viel mehr Waffen. Einfach nothing. So, jetzt geht's zur Tanke. Also wirklich, so eine kleine Insel. Also, das ist eine ganz schön kleine Insel hier. Und dann wird's etwas risikohaft mit dieser Tankstelle da, ne? Hab ich den geparkt? Oh, da gab's sogar einen Steg. Ach, da ganz hinten natürlich. Und reps. Nicht so weit. Ach scheiße, ich habe den Kanister dabei, was aber vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und ich glaube, die passt hier gar nicht rein. Dafür die hier. Ich hab vergessen, dass ich Kanister dabei hatte. Verankerung lösen, fahren. Warum? Kann man keinen Treibstoff einfüllen? Das ist doch ein Bug, oder? Bin ich blöd? Kannst du den immer schön voll machen, aber du kannst... Du kannst den schon voll tanken, den Kanister, aber du kannst den hier nicht am Boot benutzen. Du benutzt ja eindeutig denselben Treibstoff. Da haben wir schon die Anlage. Und ich sehe mich schon paddeln. Die U-Boot
Häfen? Eine schöne Beleuchtung da drin. Oh, geil aus, ey. Ein bisschen aufpassen, da laufen Mechs rum. Ist natürlich auch voll praktisch hier, ne? Mit dem Looten, mit dem Boot. Kommt hier überall super gut hin. Wenn der Leiter da ist. So, seht ihr schon die Tankstelle? Ich habe vergessen, wo sie war. Was heißt vergessen? Ich habe da noch nie getankt. Mech. Aber wenn ein Mech in der Nähe ist, habe ich nichts vergessen. Sprit ist gleich alle. Boah, hier war ich noch nie, ey. Hier ist die Tanke. Mehr als knapp. Mit Deckung vor dem Mech. Nein. Ach, die Steuerung ist kacke mit Booten. Mal so lange braucht das Ding anzuschmeißen. Hölle Mädel. So, da müssen wir einmal gucken, welche Insel ich jetzt anfangen wollte. Max haben wir hier keine Nähe. Sorry, dass ich das so unprofessionell mache immer. Ja, direkt die vor unserer Nase. Diese kleine Mini-Insel. Gar nicht so mini ist, ne? Guck mal. Na, der hat man schon gesehen, den Bunker. Ah, das macht richtig Laune, ey. Ich kann zwar nicht jede Folge machen, das wird ein bisschen öde werden. Ich stehe voll auf diese Bunker, ich weiß auch nicht warum. Ich mag einfach die WW2-Waffen. Also der M1 ist natürlich ein Traumgewehr, ne? Von der Power her. Oh, Loot. Ah, Hüte sind nichts wert. Dollar. Ein Dach, wo was drauf ist. Ein Wunder ist geschehen. Einstecken, egal. Aber der Loot ist nicht gut. Ach, egal. So. Hast du schon wieder Kacke? Kacke auf dem Karton? Was machen die? Nichts. Die Ausbeute ist echt mangelhaft. In den Bunkern.
Das sah so riesig aus. Hä? Achso, ich wollte schon sagen. So ein Blindgang hier. Da liegt M1 Munition, ein ganzes Päckchen. Und nochmal ein Helm. Schon wieder Kacke. Also unglaublich. Ja, wenn ich mir die reparieren kann, dann kann man die, glaube ich, sehr gut verkaufen. Die Helme sind was wert. Alles so Kopfbedeckung, warum auch immer. Das ist aber weit weg vom Ufer, wa? Hep. Oh, dann schmeiß das mal an in 2 Stunden. So, die nächste Insel ist nicht fern mit dem nächsten letzten Bunker. Boah. Irre aus. Ich bin mir unsicher momentan. Achso, ich habe die Map doch offen. Blödsinn. Um diesen Zippel herum. Da ist die kleine Insel. Und die nächste ist so eine lange. Dann sind wir schon fast safe. Steg. Ah ja, das ist für den Leuchtturm wahrscheinlich. Der ist auch umzäunt. Wellengang auf jeden Fall. Fumm. Oh, guck dir mal den Treibstoff an. Katastrophe. Ist das jetzt die Insel? Das ist die Insel, ja. Der Bunker ist ziemlich am Ende. Laut Map. Aber oh, wir haben schon 13.11 Uhr. Ey. Die Folge kommt zu spät heute. Nein. Schon wieder bei den Null. Scheiße Airdrops. Ich bin vorbeigefahren an dem Bunker. Da ist er. Ist auch wieder ein Steg. Bin ja mal gespannt, was die Entwickler noch so an Locations reinhauen hier. Also bis jetzt haben wir echt viel. So, rein in die gute Stube. Nehmen wir mal anders rein als sonst. Das kann nicht wahr sein. Warum findet man immer wieder dieselbe Schrotflinte? Ja, das tausche ich auf jeden Fall aus. Obwohl die Machete, ich verstehe nicht, warum die da immer ist. Ich glaube, sie dahin selber hingelegt gerade. Aber egal. Das ist natürlich schön in M1. Leider zerlegen wir die ja dann immer und bauen nur eine neue.
Nur bei 28%. Nothing. Schreibt mich doch nicht so spiel. Haben wir ja Glück gehabt, ne? Dass wir noch nicht erwischt wurden oder sowas, weil man ist ja nicht wirklich leise mit dem Boot. Ist das ein Dosenöffner? Ne, nochmal ein ZF. Naja, sind Zweite Weltkriegsbunker. Wir müssen auch mal wieder in einen dicken Bunker gehen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Und ich glaube, von der Reise her. Eine Sekunde. Haben wir noch einen Bunker und dann sind wir schon in der Safe Zone. Okay. Aber es ist nicht nah. Das ist alles nur ein ganz schönes Eck. Ja, komm, scheiß auf die Schrotflinte. Ich kann sie nicht in die Hand nehmen gleichzeitig. Also. Davon habe ich jetzt echt genug. Bin ich eh nicht so ein großer Fan von. Na, da kommt noch ein Bunker, genau in so einen Zippel. Und dann geht's ab Richtung Safe. Ach du Scheiße. Ein richtiges Seemannswetter heute für die Steffi. Gerade da hinten. Was ist das denn? Outpost. Ach, da bin ich. Okay. Darf ich leider nicht parken? Nach 2 Stunden verschwindet das Boot. Ein ganz schönes Eckchen, ey. Vor uns ist nämlich jetzt die Bunkerinsel. M1, das habe ich dabei. Also die Ausbeute war eher. Naja, gut, die Helme, die können wir dann verkaufen. Vom Rückweg. Beim anderen Trader. Ich glaube, ich sehe doch schon den Bunker. Ist ja auch eine Insel. Da bei den Weißen. Und dann ist es wirklich. Ganz schönes Eckchen. Ah, wenn ich einen Plan habe, dann ziehe ich den auch durch. Kommt die Folge halt minimal später. Es sind eigentlich keine einzigen Zombies auf den Inseln. Sehr steiniger Weg. Ich versuche es immer wieder. Oben drauf ist nichts, das weiß ich. Ist immer leer. Karotte.
Flashbang. Ach egal, rein damit. Rein in die Schläfe. Oh nee, Gottes Willen. Ach, das ist ja einer mit abgesägten Lauf. Verdammt. Ich dachte, das sah was sehr cooler aus. Obwohl die ist auch ganz schön zum Verstecken. Keine Kacke hier heute. Okay. Hallo Sonne. Oh, das ist doch unfair. Ich kann das nicht mehr transportieren. 27. Wir müssen irgendwas zum Zerlegen haben. Guck, liegt richtig schön in der Kiste drin hier. Ich könnte eventuell ein bisschen umplatzieren. Aber wir gucken uns den Bunker trotzdem vorher nochmal an. Die Doppelläufige, die wirft sich gleich eh wieder weg. Ein Scope auf dem Schuh. Oh, jetzt stört die Machete massiv, ne? Einheiten. Zwei. Eine Einheit. Ach, Machete passt da gar nicht rein, ne? Zu lang. Gibt Sachen, die will ich auch nicht wegwerfen, ja? Das ist schon ein Puzzlespiel hier, ehrlich. Ja, eigentlich geht's mir. Eigentlich hätten wir, könnten wir einfach nur so machen. Die passt am Ende im Boot. Aber das hier. Futsch. Falsch. Ich darf jetzt nichts mehr finden. Scheiße. Diese ganze scheiß langen Waffen. Da ist wieder eine. K98. Hat das Boot leider nicht genug Kapazität, ne? Ich finde die ganze Munition ist geparkt. Ob ich die vielleicht hier haben? Kacke. Platz habe ich ja dafür. Das war schön. Jetzt habe ich die. Ach, die willst du doch aus der Hand. Du willst sie gleich wegwerfen. Kann ich jetzt machen und tun, was ich will. Sehr, sehr gerne zerlegen. Aber Platz haben wir noch für die hier. Weg damit. Weg damit. Parken wir mal kurz da. Machete kommt nach unten. Ich würde mir da gerne eine ganze rausbauen. So, das geht zu safe. Noch ein bisschen geleckt. Wow, alter Schwede. Das ist ja nicht mal ein Wetterchen.
Das nenne ich mal ein Wetterchen. So, ich mache kurz Pause, damit das nicht so langweilig für euch wird. So, ja. Ich bin schon einige Meter weitergefahren. Mein Treibstoff wird langsam knapp. Ich sehe aber schon die Mauer von dem Ende der Map. Das heißt, wir sind fast bei der Safe Zone. Und ich hoffe, dass wir nicht paddeln müssen. Aber die paar Milliliter Sprit, die wir noch haben, könnten es schaffen. Es ist also dunkel hier, ey, verdammt. Fahren wir hier um die Insel rum. Muss ja nicht so nah an die Ortschaft dran, man weiß ja nie, was da drinnen lauert. Oh Mann, der Sprit, der geht weg wie nix. Versunkenes Schiff vor der Nase. Und das war's mit dem Sprit. So kurz war das Safe Zone. Mist. Nicht trinken, fahren. Okay, man muss das echt gut haushalten hier mit dem Treibstoff. Also die Dinger sind nicht dafür gedacht, weite Strecken zurückzulegen. Ist das schon da die Safe Zone, ey, ne? Sieht verdammt nah da aus. Von 50 Stundenkilometer auf 15. Runter reduziert. Boah, was ist denn da für ein riesen Schiff unter Wasser? Paddelmädel. Steuern ist total schwer. Aber das sieht nach der Safe Zone aus, oder? Ja. Oh, falsch rum. Wir haben nämlich vor der Safe Zone noch eine Ortschaft, das ist das Blöde. Ach, da sind wir schon vorbei. Dann ist da die Safe Zone. Paddel. Paddel doch. Ich will nur safe sein, mehr will ich nicht. Und ich sehe auch schon die Tankstelle, das ist sehr praktisch. Ja, die Wege müssen wir ein bisschen optimieren. Damit das Ganze dann mit dem Treibstoff auch klappt. Leider kann man ja nicht tanken. Mit dem Kanister. Aber wenn ich mal so einen Schlauch finde. Glaube nicht, dass ich das finden werde. Oh Mann, ich paddel mir einen doof hier. Diese schöne Zapfsäule. Komm, wird safe. Obwohl, außer safe, sonst schießt ja keiner auf einen. Oh, ich verdrück mich da immer. Sieht alles so duster hier aus, ne? Da steht ein Explosionszombie, ich glaub's nicht. Ich wag es kaum glauben. Komm doch. Wie viele Pfeile habe ich denn? Ach, alte Flinte benutzen. Oh, die lassen mich ja nicht in Ruhe tanken. Ha ha.
Okay. Paddelmaus. Paddel. Explosionszombie habe ich auch da noch nie gesehen in so einer Sit-Location. Mann, ich wollte anders ran, aber ist egal. Aber ich bin immer noch nicht safe. Reicht das? Dritter Mal tanken heute. Die Tankstelle ist nicht in der Safe Zone. Ist ja nahezu gruselig. Komm, hau an! Dann habe ich das einfach übersehen. Ich bin wahrscheinlich schon längst safe, ne? Ja, sehr schnell entern. Ja, ich war in der Safe Zone. Sehr gut. Dann tun wir hier mal vor Anker gehen. Und ich sage an der Stelle: Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.